große Verantwortung liegt nur auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Eiskalt niedergeschlagen. Da wollen wir mal. Zugleich falle ich dem Russen mit 3 Armeen, die bei Prag bereitstehen, in den Rücken. Stalin! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Deutsche Falsche! Nur wenn sie den Heldentod sterben wollen. Nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Feststeht, wir können nicht kapitulieren. Das wäre niemals im Sinne des Führers. Und wir sind seinem Willen verpflichtet. Ja, ich hatte recht, ihn nicht in meine Pläne einzubringen. Wenk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen. Weil es jede weitgreifende Operation unmöglich macht. Wenn ich die Geschichte hier erledigt habe, müssen wir schauen, dass wir die Ölgebiete wiederbekommen. Fegelein! Stalin! Das war ein Befehl! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Haben Sie noch Zweifel an einem Befehl? Ich glaube! Dann entblößen wir die Westfront. Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Nimm's zur Not aus den abgestellten Fahrzeugen, die braucht eh keiner mehr. Allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Jeder hat mich belogen, sogar die SS. Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feigling. Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Fähig. Sie ist ohne Ehre! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Ist das Feiglinge! Verreiter Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Stalin! Was hat er daraus gemacht? Allein dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Kapitulieren niemals! Das ist empörend! Und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen! Hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Um einfach aus Berlin wieder rauszukommen? Göring ist der Mann auf der Stelle hinzurichten. Ja, ist das wahnsinnig geworden. Mein Führer, bei allem gebotenen Respekt, gestatten Sie die Frage, was soll aus den Frauen und Kindern werden? Den Tausenden von Verletzten und den Alten? In einem Krieg wie diesen gibt es keine Zivilisten. Unter allen ausgerechnet! Das ist der schlimmste Verrat von allen! Mein Führer, gibt es für mich keine Aufgaben mehr hier. Dann suchen Sie ihn! Alle die anderen! Ja! Fegelein! Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten nehmen. Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Sie ist ohne Ehre! Hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! Die wenigen Stunden, die ich noch als deutscher Reichskanzler zu leben habe, werde ich nicht dazu benutzen, meine Unterschrift unter eine Kapitulationsurkunde zu setzen. Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan! Wir werden den Feind in einer riesigen Zangenbewegung zerquetschen. Zugleich falle ich dem Russen mit 3 Armeen, die bei Prag bereitstehen, in den Rücken. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Dann entblößen wir die Westfront. Ich habe mich klar genug ausgedrückt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Anders kann man das nicht machen. Stalin! Es ist unwahrscheinlich, dass Wenk mit seinen wenigen Verbänden der Roten Armee... Ich habe Vorsorge getroffen, dass Ihnen, Greim in Kürze, 1000 der modernen Strahljäger zur Verfügung stehen. Wenk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Wieder schlagkräftig machen. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Ich hatte ja keine Ahnung, mein Führer, dass wir noch über derartige Reserven verfügen. Kommende Generation dankbar sein. Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von vor kommt der Beschuss. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generation dankbar sein. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Sie werden das saufen in Ihrem eigenen Blut! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Entflammbar, unberechenbarer Künstler! All die anderen, ja!
Mein Führer, bitte, verlassen Sie uns nicht. Was soll denn aus uns werden? Ein paar Vanille Faulpelz! Aber alle diese Fahrräder werden bezahlen. Wenn ich nur angekommen sage, bin ich zu spät. Faulpelz! Um einfach aus der Linie rauszukommen.